Wenn ich ein bisschen zu sehr krächze, dann liegt es eben an der Verpflichtung. Danke für die Einladung an Moritz und die ganze Gruppe. Das sage ich jetzt nicht nur so als Floskel, sondern jetzt bin ich zum vierten Mal hier und es ist immer wieder schön, hierher zu kommen, zu Freunden und Genossen. Und leider ist Bremen so wahnsinnig weit weg von da, wo ich wohne, weil sonst würde ich wahrscheinlich öfter kommen und wahrscheinlich auch an den Kapitalseminaren teilnehmen, die ihr so macht, weil ihr habt wirklich ein ganz tolles Programm hier und sowas muss man in München lange suchen und findet es dann trotzdem nicht. Es geht ein bisschen um die Präsentation dieses Buches und ich habe jetzt eigentlich nicht vor, aus dem Buch was vorzulesen, weil das könnt ihr alle nachholen, sondern ich will versuchen, zum einen so ein bisschen einen sehr gerafften historischen Abriss zu geben, dann ein bisschen was zu Aktivitäten der Nazi-Szene in diesem Ökologiebereich heute sagen und dann vor allen Dingen drei inhaltliche Punkte ein bisschen näher beleuchten, die sich in verschiedenen Gruppen, verschiedenen Strömungen wiederfinden. Ja, und dann am Schluss vielleicht noch ein paar Sätze sagen, was meiner Meinung nach so ein paar wesentliche Punkte für einen linken, radikalen Zugang zum Thema Ökologie ausmachen könnten. Ja, das ein oder andere, was euch noch unter den Nägeln brennt und ich jetzt im Vortrag rauslasse, das können wir dann in der Diskussion vielleicht noch aufgreifen. Der Titel Grüne Braune mag so auf den ersten Blick etwas überraschen, weil sich eigentlich so seit den 80er Jahren in der Öffentlichkeit das Image durchgesetzt hat, dass Grün und Öko was mit links zu tun hat. Also so wird es gemeinhin wahrgenommen. Und da ist es auch nicht so ganz verkehrt, aber da ist auch ein Missverständnis dabei, weil Ökologie, Umweltschutz nicht von vornherein ein linkes Thema ist und war. Und wenn man es historisch ansieht, dann ist die ganze Thematik eigentlich eine, die zunächst aus dem rechten Spektrum heraus entstanden ist. Und der Beitrag der Linken am Anfang eher marginal war. Die Umweltbewegung startete in Deutschland als Lebensreform und Heimatschutz, so Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist die Zeit der dann sehr rasanten Industrialisierung im Deutschen Reich, die Zeit, in der Deutschland und die USA Großbritannien als bis dahin führende und einzige Industrienationen einholen und überholen. Und in diesem Kontext entsteht so eine bürgerliche Protestbewegung, die sich einerseits gegen bestimmte Aspekte dieser Industrialisierung wendet und insbesondere auch gegen die Urbanisierung. Kennzeichnend ist, dass sehr viele dieser Lebensreformer und Heimatschützer, die sich einerseits gegen bestimmte konkrete Vorhaben gewandt haben, zum Beispiel Anlage dann nach der Jahrhundertwende von den ersten Wasserkraftwerken. Es gab auch schon vorher Auseinandersetzungen über bestimmte Fabrikanlagen und den Dreck, den die da durch die Kamine gepustet haben, also wo auch einzelne Kommunen dann dagegen geklagt haben. Aber insgesamt, jetzt so vom Weltbild dieser Lebensreformer und Heimatschützer, ist es eben so, dass sie das in erster Linie als ein Ausdruck von Werteverfall interpretiert haben, so als eine Art Zivilisationskrankheit, Verfall der Kultur, damit verbunden auch so bestimmte sozialdarwinistisch-eugenische Vorstellungen von der Degeneration der Menschheit, insbesondere Degeneration in den Städten, also insbesondere die Großstädte galten so als Grab des Volkes, des gesunden deutschen Volkes insbesondere, wegen der Mietskasernen und Vergnügungstempel, aber auch weil diese Großstädte wahrgenommen wurden als ein alles verschlingender Moloch, in dem die Juden Banken, Börsen und Zeitungen beherrschen.
diese Heimatschützer waren sozusagen der gesättelte Flügel der Bewegung, größtenteils Ärzte, Beamte, auch hohe Beamte. Daneben dann diese ausgeflippten Lebensreformer-Typen, die allerdings auch aus der Mittelschicht, akademischen Mittelschicht stammten, die nicht alle, aber zu einem großen Teil eher konservativ bis völkisch tickten und die jetzt von der Zusammensetzung her und mal abgesehen von der Tierschutzbewegung hier überwiegend männliche Bewegung waren. Jetzt wird es hier schon wieder so komisch dunkel, wahrscheinlich muss ich mal wieder draufdrücken, oder? Bevor wir wieder... Ja, also hier dieser Heimatschutz, der Deutsche Bund Heimatschutz 1904 gegründet, die wichtigsten Figuren, der Ernst Rudorf, der auch diesen Begriff Heimatschutz geprägt hat und von Anfang an diesen Naturschutz als Heimatschutz mit bestimmten rechten politischen Inhalten verbunden hat. Für ihn war Heimatschutz, also die Zurückbindung des Menschen an die Scholle, an die Heimatliche, auch ein Versuch, den Materialismus und die Ideen der Roten Internationale, wie er das formuliert hat, zu bekämpfen. Seiner Ansicht nach gehört ein inniges Naturgefühl zu den Wurzeln des germanischen Wesens, während die Juden keine Heimat hätten und deswegen auch kein Verständnis für diese negativen Folgen der Industrialisierung. Und als es dann darum ging, diesen Heimatschutzbund zu gründen und ein öffentlicher Aufruf lanciert wurde, da wollte der Rudorf am Anfang weder Frauen noch Juden als Unterzeichner dabei haben, hat dann aber eingelenkt, weil er der Auffassung war, die Presse sei jüdisch gelenkt und da würde sich das gut machen, auch ein paar Juden zu haben als Unterzeichner, um das dann möglichst breit in der Presse zu streuen. Die zweite wichtige Figur ist der Hermann Löns, der berühmte Heide-Schriftsteller mit seinen Erzählungen und Tiergeschichten, die da sehr hohe Auflagen erlebt haben und auch diese Idee einer besonderen Naturverbundenheit der Deutschen geprägt haben, zur Vorstellung Verherrlichung des bäuerlichen Lebens auf der eigenen Scholle, während die Großstädte eben immer negativ konnotiert waren. Löns erklärt, Naturschutz ist gleichbedeutend mit Rassenschutz, ist ein Kampf um die Gesunderhaltung des gesamten Volkes, ein Kampf für die Kraft der Nation und für das Gedeihen der Rasse. Also natürlich gab es innerhalb dieser Lebensreform- und Heimatschutzströmung auch liberale Leute, auch linke Leute, aber die Meinungsführer und eine deutliche Mehrheit hatte eben diese eher konservative bis hin dann zur völkischen Ausrichtung. In Bayern ist der Vorsitzende dieses Verbandes, der Gustav von K., der in die Geschichtsbücher eingegangen ist wegen seiner Verwicklung in den Hitlerputsch von 1923. Und K., der dann eben hinterher auch als Generalstaatskommissar fungierte und vorher schon als Ministerpräsident in Bayern, hat in der Zeit, in der er als Ministerpräsident und dann als Generalstaatskommissar die Regierungsgewalt hat, sich insbesondere dafür eingesetzt, die sogenannten Ostjuden in Bayern zu internieren in Lagern und dann wieder zu deportieren. Also diese ganze Bewegung auch in Bayern im Kontext der Bayerischen Volkspartei, Vorläufer der CSU, mit einem sehr stark antisemitischen Flügel, und das kommt dann natürlich auch in diese, spielt dann auch in diese Heimatschutzbewegung rein. Jetzt habe ich noch ganz böse ein Grüne 2014, machen auch wieder Werbung mit diesem Heimatbegriff, ohne dass ich sie jetzt da in die Richtung schieben will, aber ich finde es schon ganz bezeichnend, dass Leuten, denen inhaltlich immer weniger einfällt, dann stattdessen auf solche emotionalen und gefühligen Wahlkampfmittel greifen. Also während sich die Honoration eher in diesen Heimatschutzverbänden oder Naturschutzverbänden, der Bund Naturschutz zum Beispiel, ist gegründet worden im damaligen königlich-bayerischen Innenministerium, getragen am Anfang in erster Linie von Ministerialbeamten, von Lehrern, war diese Lebensreformerbewegung, also wenn man sich die Fotos so anschaut von manchen dieser Leute, dann denkt man, das sind so die Vorläufer der Hippies, so mit langen Haaren und selber gemachten Klamotten und langen Bärten. Deswegen hatten die in München auch
auch wegen ihrer Ernährungsgewohnheiten, diesen Spitznamen die Kohlrabi-Apostel. Und diese Lebensreformbewegung war ziemlich breit angelegt, wie ihr an diesem Bild sehen könnt. Es ging so von Naturheilpraktiken, Vegetarismus, Tierschutz, Überlegungen im Bereich der Bildung, der Kleiderreform, Gartenstadtbewegung, also sehr breit aufgestellt. Da gehören auch dazu, oder was bis heute übrig geblieben ist, sind die Reformhäuser, da ist es, steckt es noch mit dem Namen drin. Aber in diesem Umfeld, da gehören auch dazu die Anthroposophie von Rudolf Steiner und die Freiwirtschaftslehre von Silvio Gesell, auf die bis heute die Tauschringe und die Regionalwährung sich beziehen. Also wenn man so will, dann ist diese ganze Reformhausbewegung auf der einen Seite, die Anthroposophie und diese Gesellsche Lehre, aber auch so Dinge wie Vollkornbrot und pflanzlicher Ersatz für Fleischprodukte sind sozusagen Relikte dieser ersten Umweltbewegung, dieser Lebensreformbewegung. Das Problem ist, dass diese Leute zu einem guten Teil eben nicht so harmlos waren, wie der Begriff Kohlrabi-Apostel vielleicht nahelegt, weil sehr viele diese Vorstellung von der natürlichen Ernährung, von Vegetarismus, von Verzicht auf Alkohol und moderne Medizin, von Nacktbaden und freiere, luftigere Kleidung zu tragen, vom Leben auf dem Land und Beackern der eigenen Scholle, Vorstellung sowohl von der Reinheit der Rasse als auch von der Ertüchtigung des Körpers, der scheinbar in der Zivilisationsgesellschaft degeneriert verbunden haben. Also da gab es von Anfang an diesen Bezug. Ich habe jetzt mal als Beispiel den Herrn Ungewitter da rausgegriffen. Das ist einer der Begründer der FKK-Bewegung. Und wenn ihr mal im Internet bis so ein paar Seiten anguckt von heutigen FKK-Clubs, dann werdet ihr sehen, dass nicht bei allen, aber bei sehr vielen wird der Herr Ungewitter dann auch genannt als eben einer der Begründer dieser Lehre, der Herr Ungewitter. Man sieht ihn hier links beim Ballspiel natürlich nackt. Und der hat also zahlreiche Bücher publiziert und diese Bücher zeichnen sich halt aus durch Nacktfotos. Also sei es jetzt er selber, aber vorzugsweise eigentlich eher junge Frauen. Und diese Bücher wegen dieser Bilder haben ihm im damaligen Kaiserreich eine stattliche Anzahl von Gerichtsverfahren eingetragen, wo er dann auch regelmäßig zu Geldstrafen, aber auch zu Gefängnisstrafen verurteilt wurde, was ihm bis heute so ein bisschen den Ruf oder das Image von so einem Rebellentypen, also jemand, der da so gegen den Staat und gegen die verkrusteten Vorstellungen und gegen die Spießer antritt. Also so ein scheinbar ein bisschen linken, rebellischen Touch. Aber für ihn war Nacktheit, aber auch natürliche Ernährung und Naturheilkunde noch von einer ganz anderen Bedeutung. Ungewitter hat wie viele Rassenhygieniker damals das Impfen abgelehnt, also Impfung gegen Tuberkulose zum Beispiel, mit dem Argument, dadurch würden Schwächlinge künstlich erhalten. Also die Vorstellung war, dass durch solche Krankheiten wie Tuberkulose die eigentlich biologisch minderwertigen Menschen von der Natur ausgemerzt werden. Ungewitter propagierte die Nacktheit, um die Anziehungskraft zwischen den Geschlechtern und damit die Geburtenzahlen der Deutschen wieder zu steigern. Kleines Zitat von ihm: Würde jedes deutsche Weib öfter einen nackten germanischen Mann sehen, so würden nicht so viele den exotischen fremden Rassen nachlaufen. Aus Gründen der gesunden Zuchtwahl fordere ich deshalb die Nacktkultur, damit Starke und Gesunde sich paaren, Schwächlinge aber nicht zur Vermehrung kommen. Nach Auffassung von Ungewitter galt es, die Reste der germanischen Rasse vor der planlosen Rassenvermischung, vor einem widernatürlichen Völkerbrei zu bewahren. Die Einsichtigen sollten sich sammeln, sich von den Kranken und Verkommenen trennen und aufs Land zurückkehren. Nur dort am Busen der Natur kann eine deutsche Wiedergeburt in die Wege geleitet werden, schrieb Ungewitter. Also interessant ist halt, dass bei diesen Vereins-
Homepages aus der FKK-Bewegung im Regelfall halt dieser ganze braune Sums komplett ausgeblendet wird. Ungewitter war, man muss schon sagen, selbstverständlich dann auch Mitglied der NSDAP. Grundsätzlich wollten diese Lebensreformer die überlieferte Kulturlandschaft erhalten, eine möglichst ständische Sozialordnung, die Qualitätsarbeit des bodenständigen Handwerkers und ein von der Zivilisation möglichst unverdorbenes, reines Landvolk. Es gab ja die Vorstellung vom sogenannten Dritten Weg. Und diese Vorstellung vom Dritten Weg hat Fidus, das ist so der prominenteste Künstler der Lebensreform- und Jugendbewegung damals, der dann auch 1932 in die NSDAP eingetreten ist und dessen Bilder, Grafiken damals in allen diesen Publikationen auftauchen, auch heute immer wieder reproduziert werden. Und da ist in diesem Bild gezeigt, was sie mit Dritter Weg meinen. Also rechts, der Wandersmann kommt hier an, steht vor diesem Schild. Rechts ist der Kapitalismus. Wenn man da lang geht, dann stürzt man ab. Das ist der Untergang. Das ist die Degeneration. Das ist die Zivilisation. Wenn man nach links geht zum Kommunismus, dann landet man da oben. Das soll sozusagen andeuten, Kommunismus ist Wolkenkuckucksheim. Und da hinten geht es dann geradeaus weiter, wo die Sonne aufgeht und so ein, kann man jetzt nicht so ganz gut erkennen, aber so ein idyllisches Dorf steht, und das ist der dritte Weg. Also eine möglichst agrarisch-handwerkliche Gesellschaft mit dörflichen oder kleinstädtischen Strukturen. Dieser sogenannte dritte Weg, dieser Slogan, ist bis heute ein wichtiger Slogan in Teilen der Rechten, der Naziszene, zierte auch ein Plakat der Grünen in den Anfangsjahren. Wirtschaftspolitisch meint dieser dritte Weg, dass trotz dieser Grafik den Kern kapitalistischer Strukturen, also die Produktion von Waren für Märkte, Konkurrenz und Lohnarbeit, nicht in Frage stellt, sondern eigentlich geht's eben um dieses Zurück zum handwerklich-bäuerlichen auf der einen Seite, und zum anderen geht's um das, was dann bei den Nationalsozialisten als Betriebsgemeinschaft abgefeiert wurde, also die organische Ganzheit, in der der Chef die Untergebenen gut behandelt und gerecht entlohnt und diese ihm dafür wie mittelalterliche Vasallen treu und fleißig dienen, also Führer und Gefolgschaft. Die Anhänger von Silvio Gesell bezeichnen ihre natürliche Wirtschaftsordnung ohne Zins gern als einen solchen dritten Weg. Das war auch jahrelang der Titel der Parteizeitschrift der Freisozialen Union. Und heute gibt es ja eine neue Nazi-Mini-Partei, die sich ebenfalls Dritter Weg nennt und auch das in diesem Sinn meint, also der dritte Weg zwischen Kommunismus und Kapitalismus, wobei unter Kapitalismus eigentlich immer nur verstanden wird, das raffende Kapital, das zinsnehmende Kapital, das parasitäre Kapital, aber nicht der fleißige, in Anführungszeichen, Unternehmer, der was herstellt. Diese Lebensreformbewegung und diese Heimatschützer lieferten Personal und Ideen für einen Naturschutz mit Alibi-Funktion. Das NS-Regime schaltete diejenigen Gruppen, die auf Eigenständigkeit bedacht waren, aus und belohnte diejenigen, die sich anpassten. Hier ist so ein Beispiel, also eine Biografie, die diese Kontinuität zeigen soll. Der Werner Altpeter, der zunächst in der völkischen Wandervogelgruppe ist, dann der Brigade Erhard angehört, Mitarbeiter der Reformrundschau ist, und zwar von 1925 bis 1975, mit Unterbrechung dann während der NS-Zeit, der einen Aufsatz über Rassenkunde verfasst, schon in den 20er Jahren antisemitische Vorträge hält, dann allerdings mit dem NS-Regime wegen seiner allzu abgefahrenen esoterischen Positionen und Abweichungen von der offiziellen NS-Rassendoktrin Schwierigkeiten bekommt und auch nicht mehr publizieren kann. Und der dennoch dann Mitglied der NSDAP werden kann. 1937, Anfang der 50er Jahre, ist er dann wieder dabei bei der deutschen Volksgesundheitsbewegung
Und er bleibt eben Schriftleiter dieser Reformrundschau bis Anfang 1976. Der andere, den man da erwähnen kann als Kollaborateur und der eigentlich noch einflussreicher war als dieser Herr Altpeter, ist der Alwin Seifert, der bis Ende der 60er Jahre einer der einflussreichsten Umweltschützer in der Bundesrepublik war. Auch Seifert startet beim Wandervogel, ist dann Mitglied der Deutschnationalen Volkspartei in der Weimarer Republik, also dieser rechtsextremen Gruppe, die mit den Nationalsozialisten dann zusammenarbeitet und koaliert. Er sympathisiert mit der biodynamischen Landwirtschaft, der Anthroposophie und entwickelt ein besonderes Faible für den Kompost, weswegen er damals den Spitznamen Herr Mutter Erde bekam. Seit 1934 hatte er den Titel Reichslandschaftsanwalt und war an der Gestaltung der neuen Autobahnen beteiligt. Seifert hat unter anderem dafür gesorgt, dass die Autobahnen nicht immer schnurgerade gebaut wurden, sondern dass, was man so bestimmte längere Kurven einbaute, das war zum einen eine Überlegung, weil man in den USA gesehen hat, dass ewig grad dahinlaufende Straßen das Unfallrisiko erhöhen. Zum anderen hat dann der Seifert das nochmal ideologisch überhöht und dann gesagt, gesprochen vom organischen Einfügen der Autobahntrassen in die Landschaft, indem man die eben so ein bisschen anpasst. Weiß nicht, wer von euch schon mal mit dem Auto von München Richtung Salzburg gefahren ist. Da gibt's ja diesen, jetzt fällt mir der Name nicht ein, da steht auch ein McDonald's, wo man so auf so einer Irschenberg, genau. Danke. Auf dem Irschenberg, wo man über diese Kuppe fährt. Also diese Trassierung ist zum Beispiel auf den Seifert zurückzuführen, was ganz witzig ist, weil das heute natürlich den Naturschützern ein ziemliches Dorn im Auge ist, dass an dieser herausgehobenen Stelle die Autobahn langläuft. Aber für ihn war das damals sozusagen der Versuch, einen Kompromiss zu finden zwischen Technik und dieser oberflächlichen Sicht von Naturschutz. Vor allen Dingen lag ihm am Herzen, diese neuen Autobahnen der Nazis mit heimischen Pflanzen zu begrünen, während er fremdländische Gewächse verabscheute. Seifert war dann während des Zweiten Weltkriegs auch damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie man die von den Deutschen eroberten Gebiete in Osteuropa auch landschaftsplanerisch eindeutschen könnte. Dahinter steckte die Vorstellung, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Gestaltung einer Landschaft und dem Charakter eines Volkes. Die Slawen als Steppenvolk würden eben in Steppen leben und die Deutschen bräuchten, um sich wohlzufühlen, Wald und Wiesen und Hecken. Und er schlägt deswegen vor, diese eroberten Gebiete in Osteuropa mit Feldhecken einzudeutschen, so nannte er das. Er hatte Verbindungen zur SS, stand mit Heinrich Himmler im Briefverkehr. Es ist bis heute nicht ganz klar, inwieweit er an den Experimenten in der KZ-Kräuterplantage in Dachau beteiligt war. Das bringt mich, das habe ich vergessen weiterzumachen, also das ist der Herr Muttererde, der damals auch publiziert hat. Wir treffen ihn dann nachher wieder bei der Entstehung der zweiten Umweltbewegung im Nachkriegsdeutschland. Die zweite Gruppe, die kollaboriert und zunächst profitiert hat, waren die anthroposophischen Bauern und Gärtner, die 1934 sich erstmals in einem Verband organisieren können. Also was auch schon bezeichnend ist, in der NS-Diktatur, wo alle möglichen demokratischen und linken Verbände zerschlagen werden, die anderen sich anpassen, den Aria-Paragraphen und das Führerprinzip einführen, da gründen die also zum ersten Mal so einen Verband. Bis 1941 kann dieser Demeter-Verband sich auf die schirmende Hand des Landwirtschaftsministers Daré und des Führerstellvertreters Hess verlassen. Dann 1941 mit dem Abgang von Hess und Daré wird kurz darauf ersetzt, fällt es weg. Und der Verband wird aufgelöst. Allerdings ist Heinrich Himmler sehr angetan von den biodynamischen Methoden, wobei muss man immer unterscheiden. Also diese Nationalsozialisten hatten mit der Anthroposophie als Ideologie nichts am Hut. Himmler hat es auch explizit abgelehnt, aber sie waren überzeugt davon,
dass bestimmte Methoden, die aus der Anthroposophie rauskamen, durchaus nützlich sein konnten. Und das eine war eben diese biodynamische Landwirtschaft, die von Himmler dann eben in Dachau und Ravensbrück ausprobiert worden ist, wobei in beiden Fällen hunderte von Häftlingen bei der Anlage dieser Kräuterplantagen auf ziemlich grausame Weise ums Leben kamen. Wenn man sich die anderen Verbände anschaut, also Naturschutz, Umweltverbände, die es damals gab, die haben sich alle angepasst. Die haben jüdische Mitglieder ausgeschlossen, wie zum Beispiel Benno Wolf, der 1943 in Theresienstadt ermordet wurde. Viele Verbandsfunktionäre und Vorsitzende dieser Organisation waren auch schon lang vor 1933 in die NSDAP eingetreten. Diese nazifizierten Naturschutzverbände hatten in erster Linie Feigenblattfunktion. Einer der wichtigsten war der Hans Klose, Mitgründer und Vorsitzender des Volksbundes Naturschutz, damals in Preußen eine der wichtigsten Naturschutzverbände, der 1935 dann im Auftrag von Göring dieses Reichsnaturschutzgesetz entworfen hat. Also Göring hatte in seiner Funktion als Reichsforst- und Reichsjägermeister die Zuständigkeit für Naturschutz dem Innenministerium entwunden. Ihr wisst alle, innerhalb der NS-Führung gab es permanente innere Kämpfe und Auseinandersetzungen um Kompetenzen und wer was tun durfte und was anzuschaffen hat. Und jedenfalls Göring konnte sich also durchsetzen, hat diesen ganzen Bereich sich zugeschlagen. Dann wurde 1935 dieses Reichsnaturschutzgesetz erlassen und infolge dieses Gesetzes wurden dann einige hundert Naturschutzgebiete aufgenommen in Deutschland in eine Liste und auch sogenannte Naturdenkmäler aufgenommen. Insgesamt hatte das aber eine rein kosmetische Funktion, weil auf der einen Seite hat man sozusagen punktuell bestimmte Gebiete oder irgendwelche wertvollen alten Eichen unter Schutz gestellt. Gleichzeitig hat natürlich die Aufrüstungs- und Autarkiepolitik des NS-Regimes einen ungeheuren Schub an Landschafts- und Energieverbrauch und Umweltzerstörung mit sich gebracht. Der Klose wurde für seine Arbeit dann belohnt mit der Leitung der Reichsstelle für Naturschutz, die dann umbenannt den Untergang des Nationalsozialismus überstehen sollte. Eine kritische Aufarbeitung der Vergangenheit gab es bei den Naturschützern so wenig wie bei allen anderen. Die meisten konnten ihre Karriere dann in der Bundesrepublik fortsetzen. Zunächst mal war in den Wirtschaftswunderjahren jedoch Naturschutz eine randständige Angelegenheit. Es gab einzelne Aktivitäten, zum Beispiel 1947 wurde eine Schutzgemeinschaft Deutscher Wald gegründet. So etwas Ähnliches gab es auch schon nach dem Ersten Weltkrieg, die sich gegen Holzfällungen richtete, die im Rahmen der Reparationen vor allem von den französischen Behörden in ihrer Besatzungszone vorgenommen wurden. 1957 gab es die ersten Proteste bei Karlsruhe gegen einen Atomforschungsreaktor. Das ist sozusagen einer der Vorläufer dann der späteren Anti-AKW-Bewegung. Und es gab vor allen Dingen die Bewegung gegen den Plan der Bundesregierung, die Bundeswehr mit Atomwaffen auszurüsten, die sich zu einer Massenbewegung entwickelt hat. Hilfe. Da ist interessant, dass die meisten Atomwaffengegner anfangs noch eine zivile Nutzung von Atomenergie befürwortet haben, sich also lediglich gegen die Bewaffnung gerichtet haben. Bezeichnend ist auch, weil das dann sozusagen beispielgebend für die nächste Zeit ist, dass in dieser Bewegung eben konservative ehemalige Nationalsozialisten, Pazifisten, Gewerkschafter, aber auch Angehörige der dann schon verbotenen KPD zusammengearbeitet haben. Man kann natürlich sagen, dass dieses heterogene Bündnis mit dazu beigetragen hat, eine Atombewaffnung zu verhindern, wobei jedoch die Vorbehalte von NATO-Partnern, die zweimal von den Deutschen überfallen worden waren, den Ausschlag gaben. Eine ganz wichtige Rolle spielte dann in den 70er Jahren der sogenannte Weltbund zum Schutz des Lebens, der 1958 in Salzburg in Österreich gegründet worden ist von Günter Schwab, eine Ansammlung von alten und jungen Nazis, von konservativen Anthroposophen und Gesellanhängern
Konrad Lorenz fungierte als Schirmherr. Schwab selber war bereits 1930 in Wien in die NSDAP eingetreten, wo er es bis zum Sturmbannführer gebracht hat. In den 50er Jahren hat er dann so Bestseller geschrieben wie Der Förster vom Silberwald, das ist auch verfilmt worden, oder Dackelglück, und hat aber, also neben diesen Bestsellern, auch Bücher und Broschüren zum Thema Lebensschutz, das ist so für die Rechten der zentrale Begriff in der Zeit, verfasst, so über die Gefahren der Atomkraft, über Gifte wie DDT, wobei man da sozusagen diese konkreten Gefährdungen, die er beschreibt, da lag er ja durchaus richtig damit. Entscheidend ist bei ihm, in welchen Kontext er das gestellt hat. Für Schwab war die Natur ein mystisch-göttliches Wesen, dessen Gesetze sich der Mensch bei Strafe des Untergangs zu unterwerfen hat. Umweltschutz bedeutete für ihn, die Erbanlagen einer weißen Herrenrasse zu schützen, die eben nicht durch chemische Substanzen oder radioaktive Strahlung zerstört werden sollten. Das ist eigentlich die Kernlinie, das ist der Background, vor dessen Hintergrund dieser Weltbund zum Schutz des Lebens in den 60er und 70er Jahren, obwohl es nur einige hundert Mitglieder waren, einen sehr starken Einfluss auf die entstehende Umwelt- und Anti-AKW-Bewegung genommen hat. Der WSL, also dieser Weltbund zum Schutz des Lebens, ist auch eine der Organisationen, die beispielsweise dazu beigetragen hat, diesen Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, der später so eigentlich eher als linke und radikale Umweltorganisation wahrgenommen hat. Also da haben die am Anfang auch ziemlich mitgemischt. Eine ganze Reihe von führenden Funktionären dieses Weltbunds zum Schutz des Lebens kamen aus dem rassenpolitischen Amt der NSDAP. Einige waren auch beteiligt an den Massenmorden im Rahmen der Aktion T4. Der Max Otto Brucker war eine Zeit lang auch Vorsitzender, der auch eine Zeit lang in Bremen als Arzt zugange war. So richtig in Schwung kommt diese Umweltbewegung in den 60er Jahren mit der sogenannten Grünen Charta von Mainau, benannt nach dieser Bodenseeinsel, weil da gab es regelmäßige Treffen von Wissenschaftlern, Politikern und Unternehmern, wo man angefangen hat, über Naturschutz zu diskutieren. Und da entstand eben diese Charta, und interessant ist, dass unter den Leuten, die die verfasst haben, aber auch unter den Unterzeichnern eben etliche Leute auftauchen, die dem völkischen Lager bzw. dem Nationalsozialismus zuzurechnen sind. Das ist zum einen der Konrad Buchwald, Professor für Landespflege in Hannover, Direktor der Landesstelle für Naturschutz in Baden-Württemberg und ab 1972 im Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung. Der war bis 1991 Vorsitzender des BUND Niedersachsen, stellvertretender Vorsitzender der ÖDP und eben auch in diesem völkischen Verein für das Deutschtum im Ausland. Und hatte halt so die Vorstellung, gesundes Land und gesundes Volk, also wo wieder diese Verbindung zwischen Erbgesundheit auf der einen Seite und einer heilen ganzen Umwelt gemeint war. Dann der Gerhard Olschowi, der 1964 Direktor der Bundesanstalt für Vegetationskunde, Naturschutz und Landschaftspflege wurde und bereits 1933 in die SS eingetreten war. Dann der Herr Seifert, dem wir schon begegnet sind, der sein Entnazifizierungsverfahren als Unbelasteter absolviert hat, 1950 Professor wurde, dann von 1958 bis 1963 als Vorsitzender des Bund Naturschutz fungiert und vor allen Dingen mit seinen Büchern zur Kompostierung und zum Gartenbau eine Breitenwirkung entfaltet hat. Eine weitere wichtige Figur ist der Hans-Jürgen Wiebking, der nach dem Ersten Weltkrieg im Freikorps aktiv war, 1941 dann Sonderbeauftragter des Reichskommissars für die Festigung des deutschen Volkstums in den neuen Siedlungsgebieten. Also da ging es auch wieder um die Germanisierung eroberter Gebiete in Osteuropa und auch um die Frage, wie man also mit Landschaftsplanung das eindeutschen kann. Da Seifert und Wiebking haben aus Konkurrenzgründen und persönlichen Gründen nicht miteinander harmoniert, aber in der Sache lagen sie ziemlich nah beieinander. Diese grüne Charta von Mainau tendierte zu so einem scheinbar ideologiefreien Ansatz. Landschaft wurde jetzt nicht mehr als ästhetisches Gebilde oder als eine romantische Idylle verstanden, die man erhalten müsste,
sondern als naturwissenschaftlich bestimmbarer Komplex von Boden, Luft, Wasser, Pflanzen und Tierwelt, die man durch bestimmte Maßnahmen schützen wollte. Bezeichnend ist, dass man vor allen Dingen forderte eine bessere Planung beim Landschaftsverbrauch, so als wäre die Zerstörung von Umwelt bloß eine Frage von Unwissenheit und Unachtsamkeit. Der Charme dieses Ansatzes lag darin, dass sich das Lippenbekenntnis zum Umweltschutz mit Anforderungen des real existierenden Kapitalismus gut verbinden ließ und niemand sich mit solchen Absichtserklärungen irgendwelche Chancen auf Aufträge oder Karrieren verbaute. Nichtsdestotrotz hat diese Charta von Meinau dem Umweltgedanken eine gewisse Breitenwirkung verschafft. In der Folgezeit waren es dann vor allen Dingen Leute wie Bernhard Grzimek und Heinz Sielmann, die mit Fernsehserien, vor allen Dingen Tiersendungen, diesen Ein Platz für Tiere war so ein Fall, der wirklich Millionen von Leuten immer vor den Fernseher gelockt hat, die dem Ganzen so eine gewisse Breitenwirkung gab. Willy Brandt hat dann als Bundeskanzler den Grzimek zum ersten Bundesbeauftragten für Naturschutz ernannt und die sozialliberale Koalition hat ein erstes Umweltprogramm aufgelegt. Für Umweltschutz war damals das Innenministerium zuständig. Hans-Dietrich Genscher war Innenminister und eigentlich war der Plan, dass die FDP sich mit diesem Umweltschutzthema profilieren sollte. Wir wissen heute, dass es ziemlich schief gegangen ist. Es war aber gerade der Ausbau der Infrastruktur und vor allem das Atomprogramm, das diese Koalition durchgesetzt hat, an dem sich dann diese zweite Umweltbewegung in Deutschland herauskristallisiert und vor allen Dingen in Gestalt der Anti-AKW-Bewegung auch radikalisiert hat. Die NPD hat 1973 in ihr Programm eine ganze Reihe von Passagen aufgenommen, die sich auf Umweltschutz bezogen, und zwar unter dem Begriff Volksgesundheit und Umweltschutz. Und klar verbunden damit waren wieder rassenhygienische Vorstellungen, das gesunde Erbgut des deutschen Volkes und der Schutz von Umwelt und Natur als Bedingungen der Volksgesundheit standen da im Zentrum. Die NPD wollte einen deutschen Jugenddienst einführen, so eine Art Neuauflage des Reichsarbeitsdienstes, wo die Leute dann im Umweltschutz arbeiten sollten, also in erster Linie dann Dreck wegräumen. 3 Jahre später publizierten die jungen Nationaldemokraten ein ökologisches Manifest, in dem Begriffe wie Volksgemeinschaft und Volksgesundheit die zentralen Begriffe darstellten. Atomkraftwerke wurden abgelehnt und die schrittweise Abschaffung des Benzinmotors bei Kraftfahrzeugen. Die jungen Nationaldemokraten forderten die Erforschung von Alternativenergien und von Recycling mit dem Ziel, die Abhängigkeit von ausländischen Rohstoffimporten zu verringern. Also auch da dann im Hintergrund eigentlich der alte Autarkie-Gedanke. In dem Papier übernahmen die jungen Nationaldemokraten auch diese Schlagworte, die es damals gab, Wachstumsgesellschaft, Ziel, ein ökologisches Gleichgewicht wiederherzustellen. Die NPD dann zog dann wieder nach und hat dann unter der Parole Vorwärts mit der NPD für ein neues Ökologieverständnis die wichtigsten Punkte aus diesem ökologischen Manifest aufgegriffen, wobei Ökologie als Volks- und Lebensschutz aufgefasst wird. Lebensschutz meint in dem Kontext immer Erbgesundheit erhalten, vor Strahlung oder Chemikalien schützen und wo ausländische Konzerne als die eigentlichen Schuldigen an der Umweltzerstörung ausgegeben wurden. Der NPD hat es nicht so unglaublich viel Wählerstimmen gebracht. Stattdessen entstanden dann in der zweiten Hälfte der 70er Jahre die Grünen, deren Gründungsphase sehr stark von rechten Gruppen dominiert wurden, deren Wurzeln in die Lebensreform und den deutschen Faschismus zurückreichen, also Anthroposophen, Anhänger von Silvio Gesell, vor allen Dingen in Niedersachsen. Die grüne Liste Umweltschutz war da am Anfang stark davon geprägt. Dann die sogenannte Aktionsgemeinschaft unabhängiger Deutscher um August Hausleiter und die Anhänger von Herbert Gruhl, im ehemaligen CDU Bundestagsabgeordneten, zeitweisen Vorsitzenden des BUND, die sich als Grüne Aktion Zukunft formiert hatten. In Baden-Württemberg mischte dann noch Henning Eichberg mit,
in Deutschland einer der wichtigsten Ideologen der neuen Rechten, der allerdings nicht Parteimitglied war. Eine ganz wichtige Rolle spielte dabei der Werner Georg Haferbeck, ein früherer Funktionär der NSDAP, und das von ihm geleitete Collegium Humanum in Vlotho, wo sich die Bürgerinitiativen und grünen Listen trafen und dann diese erste gemeinsame Liste zur Europawahl 1979 aufgestellt haben. Die Tagung wurde geleitet von Ursula Haferbeck, die bis heute im hohen Alter eine aktive Nationalsozialistin ist. Der Haferbeck, das sieht man an diesem Papier, fungiert in dieser Anfangsphase als Kontaktadresse für diesen bundesweiten Zusammenschluss der Grünen. Die erreichen dann im Juni 1979 mit diesen 3,2% einen echten Achtungserfolg. Und also ich denke, einige von euch werden sich vielleicht noch an die Zeit erinnern. Nicht so sehr viele, wenn ich hier in die Gesichter schaue, aber manche schon. Ihr müsst euch, also für die Jüngeren, damals war dieses Drei-Parteien-System mit CDU, CSU, SPD und FDP, das schien wie festgemauert. Und zwar war eher so die Prognose von manchen, man würde sehr bald ein Zwei-Parteien-System haben. Und jetzt dieses Auftauchen der Grünen, das von Anfang an so interpretiert wurde, dass dieses Kartell von Altparteien, wie es die Grünen gesagt haben, gesprengt werden würde. Das war für die damaligen Verhältnisse eine relative Sensation. Das ist nicht die Zeit wie jetzt, wo dann mal die Schill-Partei oder die AfD oder die Piraten aufkommen und dann schnell wieder verschwinden oder nicht. Also das galt als eine echte Sensation, und vor allen Dingen, es hatte eben diesen Background von in der Bundesrepublik wahrscheinlich Zehntausenden von Gruppen, Bürgerinitiativen, also eine echte soziale Basis, die auch dahinter steckte. Hier nochmal kurz Haferbecks Karriere, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ihr seht, 1923 Hitlerjugend, Studentenbund, NSDAP, Leiter des Reichsbundes Volkstum und Heimat 1933-34. Das war ein Verband, in dem sämtliche Naturschutz, Lebensschutz, Lebensreformer, sonst was Verbände zusammengefasst wurden. Später dann Mitglied der SS, Pfarrer der Anthroposophischen Christengemeinschaft. 1963 gründete er das Collegium Humanum, obwohl er nie seine Habilitationsschrift vorgelegt hat, angeblich im Krieg von den Russen kaputt gemacht worden, das letzte Exemplar. Bekam er dann eine Professur in Bielefeld. 1974 Präsident der deutschen Sektion des Weltbundes zum Schutz des Lebens, Mitgründer der Grünen. 1981 dann Übertritt zur ÖDP, einer der Unterzeichner des Dortmunder Appells gegen die Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen. Das ist sozusagen die Initialzündung für die Friedensbewegung in den 80er Jahren. Da galt dieser Haferbeck immer noch als ein zwar bisschen komischer Vogel, aber eigentlich irgendwie links. Und dann ein Jahr später kommt dieses Heidelberger Manifest raus, wo eine ganze Reihe ganz offensichtlich rechter bis faschistischer Professoren mit Bezug auf Umweltschutz sagen, Einwanderungsstopp. Also das war der Punkt, wo Haferbeck dann, der da immer wieder auch Kreide gefressen hat, sich dann doch wieder sehr offensichtlich als Nazi geoutet hat und fortan dann auch nicht mehr die Rolle spielte, die er da vorher hatte. Eine weitere wichtige Figur in dieser, das ist Haferbeck, in seinen besten Tagen sozusagen, 1934. Das ist eine andere wichtige Figur, der Baldur Springmann. Als die Grünen 1979 bei der Europawahl dieses überraschende Ergebnis erzielten, 3,2, da waren sie natürlich in Fernsehen und Radio gefragt. Es gab zwar noch nicht so viele Talkshows wie heute, aber immerhin. Und Baldur Springmann hier in Wehrmachtsuniform, der wurde gerne genommen, weil der sah aus wie so ein netter Opa mit langen weißen Haaren und langem Bart und immer so einem komischen Hemd an. Das war so der nette Biogärtner von nebenan, der für eine bessere Welt kämpft. Also das war wirklich eine Figur, die den Grünen in dieser Zeit 1979 ein Gesicht gegeben hat. Also neben Gruhl und dann auch Beuys und solchen Leuten sicher eine der prägenden Figuren, auch der NSDAP-Mitglied,
in die SS, wollte ja gerne aufgenommen werden, konnte allerdings für irgendeinen seiner Ur-Großväter nicht den Arier-Nachweis erbringen. Das ging ja immer zurück bis 1800 und da waren da eben einige Lücken. Was er dann später ausgeschlachtet hat, insofern, dass er gesagt hat, die SS hätte ihm die Aufnahme verweigert, hätte da nicht mitmachen dürfen. Dann eben auch biodynamische Landwirtschaft, Aktivist der Deutschen Unitarier-Religionsgemeinschaft und eben bei dem Weltbund zum Schutz des Lebens dabei. Diese ganzen Leute, Springmann, Gruhl, Haferbeck, sind bei den Grünen ausgestiegen, als die Partei sich 1980, 81 nach links öffnete, wo aus bestimmten machttaktischen Erwägungen raus 5%-Hürde beschlossen wurde, die Alternativen und bunten Listen, die es auch gab. In Bremen gab es eine Konkurrenz zwischen der Grünen, wie hießen die, Bremer Grüne Liste, hießen sie, und einer betrieblich alternativen Liste. Und es gab es auch in anderen, vor allen Dingen in größeren Städten wie Hamburg und Berlin, Freiburg und so weiter. Und es war klar, dass wenn man getrennt antritt, man dann gemeinsam an der 5%-Hürde scheitert. Und es war eine wesentliche Motivation dafür, dass sich linke und rechte Gruppen und liberale Gruppen, die alle dieses Thema Umweltschutz für sich entdeckt hatten, sich dann zusammenrauften in dieser gemeinsamen grünen Partei, die dann auch tatsächlich erstmal nach links rückte, insofern als sie zum Beispiel gewerkschaftliche Forderungen wie 35-Stunden-Woche, Abtreibung und auch die Gegnerschaft zur NATO und solche Dinge, Rechte von Minderheiten wie Homosexuelle ins Programm aufnahmen, was die entschiedenen Rechten wie Gruhl, Springmann und Haferbeck so erbitterte, dass sie rausgegangen sind aus der Partei. Auch diese Bremer Grüne Liste ist dann eben nicht bei den Grünen gelandet. Am Ende gab es dann die ÖDP, die sich als Sammelbecken für diese rechten Gruppen entwickelt hat. 1989 hat die ÖDP wiederum sich dann eindeutig von NPD und Republikanern abgegrenzt. Die ÖDP kam wegen ihrer Position in der Öffentlichkeit immer wieder unter Beschuss und hat versucht, sich so als wertkonservative Partei zu etablieren. Das ist ja auch heute noch so ihr Image oder ihr Versuch, so ein Image aufzubauen. Das führte dann dazu, diese Abgrenzung, dass Leute wie Gruhl ausgetreten sind und zusammen mit einigen anderen wie Springmann die sogenannten unabhängigen Ökologen Deutschlands gegründet haben. Das ist so eine Minigruppe, die bis heute existiert, die sehr klassisch rechte Positionen vertreten, sich als Speerspitze des Bioregionalismus in Deutschland verstehen. Die gehören auch so einem internationalen bioregionalistischen Netzwerk der Planet Drum Foundation an, haben Kontakt zur schottischen Nationalpartei und zur Union für Südtirol. Der Weltbund zum Schutz des Lebens, da gab es dann eine heftige Auseinandersetzung in den frühen 80er Jahren, wo es allerdings in erster Linie um die Kasse ging und weniger um Inhalte. Das Collegium Humanum wurde immer mehr zu einem Treffpunkt für die offene Nazi-Szene, etwa das Komitee zur Vorbereitung des 100. Geburtstages von Adolf Hitler. Haferbeck hat für die rechte Szene immer noch eine wichtige Funktion gehabt, dieses Thema Ökologie zu besetzen. Dieser Weltbund zum Schutz des Lebens wurde dann im Jahr 2000 von der Ursula Wetzel-Haferbeck aufgelöst. Als Nachfolgeverein gab es die sogenannte Bauernhilfe. Und 2008 hat dann das Bundesinnenministerium dieses Collegium Humanum und die Bauernhilfe sowie einen Verein zur Rehabilitierung der wegen Bestreitens des Holocaust Verfolgten aufgelöst. Interessant ist, dass dieser Weltbund zum Schutz des Lebens in Österreich bis 2012 fortbestand und dort dank der Grünen in Oberösterreich, nee, in Niederösterreich, in der Anti-AKW-Bewegung mitmischen darf. Da gibt es so einen Verein Atomstopp, wo führende WSL-Funktionäre mit aktiv waren, die ihrerseits dann wieder mit der FPÖ kooperiert haben. In Deutschland hat diese alte, traditionelle grün-braune Szene seit 1990 eigentlich an Einfluss verloren. Dazu kam, dass ihre alten Kämpfer nach Walhalla abgingen und jetzt andere Gruppen versucht haben, dieses Vakuum zu füllen.
Sei es jetzt, dass dieses Bürgerbündnis für Frankfurt sich da an den gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens engagierten oder die Freien Kameradschaften eine Anti-Castor-Demo in Uelzen veranstalten. In Mecklenburg-Vorpommern und in Niederbayern siedeln Nazis in der Tradition der Athamanen, das ist so ein völkischer Siedlungsbund aus der Weimarer Zeit, in Bauernhöfen an und präsentieren sich vor Ort als heimat- und umweltbewusste Ökobauern. In diesem Umfeld der autonomen Nationalisten entwickelten sich auch so eine Tierrechtsgruppe, die dann gegen Schweinemastbetriebe vorging, die Aktionen machen gegen Pelzgeschäfte oder auch gegen Zirkuseinrichtungen. In den Landtagen von Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen, solange sie noch drin waren im Landtag, agitierte die NPD für ökologische Landwirtschaft gegen Gentechnik und Massentierhaltung und für die Förderung regenerativen Energien. Sie agitiert gegen den Braunkohleabbau und spricht sich in ihrem Programm gegen das unbegrenzte Wachstum aus für regionale Vermarktung von Produkten. Der zentrale Begriff ist nach wie vor der Heimatbegriff. Umweltschutz ist Heimatschutz, sagt die NPD. Und im Kern geht es stets um Abgrenzung, etwa mit der Parole Atomtod aus Polen, ähnlich wie die FPÖ in Österreich, die gegen tschechische und slowakische Atomkraftwerke agitiert. Eine ganz wichtige Funktion, obwohl die Auflage nicht so rasend groß ist, spielt diese Zeitschrift Umwelt und Aktiv, deren Macher ein enges Verhältnis zur NPD pflegen. Da seht ihr in der Unterzeile diese Begriffe Umweltschutz, Tierschutz, Heimatschutz, also auch wieder dieser Begriff. Das ist eine Zeitschrift, die einerseits so relativ belanglose Beiträge bringt über wie backe ich gesundes Brot oder wie lege ich einen Komposthaufen an. Auf der anderen Seite findet sich da sehr stark so eine Verklärung der alten Germanen als besonders naturverbundenes Volk, Beiträge über rassische Degeneration und Überbevölkerung, Hetze gegen Einwanderung, gegen Israel sowie gegen das Schächten. Dieses Thema Überbevölkerung ist nicht nur unter den Nazis, sondern eben bis rein ins bürgerliche Umweltschutzlager eine Vorstellung, die da sehr verbreitet ist. Das ist ja schon älter, geht auch auf die eugenischen Bewegungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts zurück, wo es in erster Linie zum einen darum ging, zu sagen, die sinkende Geburtenrate muss gestoppt werden. Wir brauchen genügend Menschenmaterial. Da kam aus rassistischer Perspektive die Sorge dazu, dass die Weißen auf diesem Planeten von den Farbigen in den Kolonien zahlenmäßig überflügelt werden könnten. Das ist so in den 20er Jahren schon ein ganz wichtiger Punkt, den auch so liberale Ökonomen wie der Keynes zum Beispiel aufgegriffen haben. Aber eigentlich hat erst die Umweltbewegung dieses Thema so richtig salonfähig und breit gestreut. Eine ganz wichtige Rolle spielt da dieses Buch Die Bevölkerungsbombe von Paul Ehrlich, einem Schmetterlingsforscher, der das im Auftrag des Sierra Club, des ältesten und größten Umweltverbandes der USA, verfasst hat und der eben prognostiziert, es werde Hungersnöte geben, die Umwelt würde zerstört, weil die Überbevölkerung die Ressourcen zu stark belastet. Dieser Ehrlich plädierte für Geburtenbeschränkung und Bevölkerungskontrolle in den USA und wandte sich auch explizit gegen jede weitere Einwanderung. Nochmal eine Stufe wichtiger ist eigentlich der Bericht des Club of Rome von 1972, weil der auch international die gesamte Debatte um Umweltschutz und Umweltzerstörung stark angetrieben hat und auch da das Bevölkerungswachstum als eine der Hauptursache ökologischer Zerstörung und Armut bezeichnet wird. Und man kann sehen, dass eigentlich die zumindest einige Autoren dieses Berichts bis heute an dieser Position festhalten. 2012, zum 40. Jahrestag der Veröffentlichung, hat einer der Co-Autoren, der Jorgen Randers, das nochmal wiederholt und gesagt, er wünsche sich, Zitat, regelmäßig wiederkehrende, immer gleiche Katastrophen für die Menschheit, damit diese umdenke. Ganz prominenter Vertreter dieser
bevölkerungspolitischen Ideen war der Konrad Lorenz, der uns schon begegnet als Schirmherr dieses Weltbundes zum Schutz des Lebens, auch er Mitglied der NSDAP, Redner des rassenpolitischen Amtes der Partei, der zusammen mit Eibel Eibesfeld, dem Zoodirektor Bernhard Jimek und Hubert Weinzierl, dem langjährigen Vorsitzenden des BUND und des Bund Naturschutz 1972 die Gruppe Ökologie gründet, die sich mit einem ökologischen Manifest an die Öffentlichkeit wandt, in dem es heißt, man müsse die Natur vor dem Menschen schützen. Also ist so die Vorstellung, ewig rauschen die Wälder, geht auch ohne Menschen. Lorenz war eine Symbolfigur des Widerstands gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf in Österreich und gegen das Wasserkraftwerk Hainburg bei Wien und gilt so als einer der Väter der modernen Umweltbewegung. In dem Werk Die acht Todsünden der modernen Menschheit von 1974 bedauert der Nobelpreisträger, dass minderwertige Menschen, so nennt er die, in einer Demokratie nicht ausgemerzt werden dürften. 1988 hat er ein Interview in der Zeitschrift Natur gegeben, was damals für eine breite öffentliche Debatte und einen Aufschrei sorgte, weil er da nämlich sagt, so ähnlich wie der Herr vom Club of Rome, er hoffe auf eine Teilkatastrophe, die einen merklichen Prozentsatz der Menschheit ausrottet, um die Überlebenden aufzuwecken. Die Atomkatastrophe von Tschernobyl sei dafür zu klein gewesen. Er habe darum eine gewisse Sympathie für AIDS, weil diese Krankheit die Menschheit immerhin dezimieren würde. Dieses Titelbild von Umwelt und Aktiv, da ist genau dieser Titel von Lorenz, die acht Todsünden der modernen Menschheit. Also Lorenz ist auch für die ganze Szene eigentlich bis heute so eine Referenzfigur und eben nicht umsonst. Auch die ÖDP hat diesen Punkt immer wieder sehr stark betont. Die Bevölkerungsexplosion bedroht das Leben auf der Erde. Der Kinderreichtum der Armen soll in den Griff bekommen werden, während sich andererseits die ÖDP als wertkonservative Partei in Deutschland gegen die Tötung ungeborenen Lebens, ich zitiere jetzt aus dem Programm, wehrt, Abtreibung dürfe nicht öffentlich gefördert werden, indem die Krankenkassen die Kosten übernehmen. Die Rechtsabspaltung von den unabhängigen Ökologen hält ebenfalls die Bevölkerungsexplosion für ein zentrales Thema. Und auch die tiefen Ökologen, also diese eher esoterische Richtung, hält Bevölkerungspolitik für ein Markenzeichen. Der Arne Næss, ein Norweger, der so als Begründer der tiefen Ökologie gilt, der plädiert dafür, die Zahl der Menschen auf ein vertretbares Mindestmaß zu reduzieren. Er hat zusammen mit George Sessions, einem amerikanischen Tiefenökologen, ein 8-Punkte-Programm der Tiefenökologie entwickelt. Da heißt es, dass das Wohlsein der Menschen und seiner Kulturen und das Überleben der nichtmenschlichen Daseinsformen einen deutlichen Rückgang der Weltbevölkerung voraussetzen. Næss, der zeitweise mit den norwegischen Grünen zusammengearbeitet hatte, kritisierte sie wegen einer angeblich zu liberalen Einwanderungspolitik. Zitat, nachdem der heutige Lebensstil in den reichen Ländern der Welt im Vergleich zu den ärmeren Ländern eine gigantische Pro-Kopf-Verschwendung zur Folge hat, schafft jeder Einwanderer von einem armen in ein reiches Land ökologischen Stress. In der Schweiz formierte sich auf den Bericht des Club of Rome hin die Organisation Ecopop, Vereinigung und Umwelt und Bevölkerung, um über einen vermeintlichen Zusammenhang zwischen Bevölkerungswachstum und Umwelt Verschlechterung zu informieren. Also dieser Name Ecopop ist so eine Abkürzung der ersten Silben der englischen Wörter Ecology und Population. Und was die Ecopop will, ist die Einwohnerzahl der Schweiz begrenzen. Und zwar insbesondere, das finde ich jetzt schon fast wieder witzig, die ungebremste Zuwanderung primär aus der EU zu bremsen, weil die zu einem Raubbau an unseren Ressourcen führt. Also man sieht, im Fall von Ecopop ist mal nicht nur die Menschen in Asien und Afrika im Visier, sondern da geht es natürlich in erster Linie auch um die Deutschen, die da zum Arbeiten kommen. Und für eine Volksinitiative Stopp der Überbevölkerung hat Ecopop 2012 immerhin 120.000
Stimmen gesammelt, was schon eine ganz schöne Menge ist, finde ich, für die Schweiz. Zu den Verfechtern dieser vermeintlichen Überbevölkerung gehört in Deutschland auch das Spektrum um die Giordano-Bruno-Stiftung, die sich für Tierrechte einsetzt und dieses Great Ape Project übernommen hat. Der Sprecher der Giordano-Bruno-Gesellschaft, Michael Schmidt-Salomon, hat von dem britischen Eugeniker und Bevölkerungspolitiker Julian Huxley, das ist einer der Mitbegründer des WWF, also des World Wildlife Fund, die Hypothese von der vermeintlichen Überbevölkerung des Planeten übernommen. Der Bund für Geistesfreiheit, der zu diesem Spektrum dazugehört, warnt vor einer Bevölkerungsexplosion, die unsere natürlichen Lebensgrundlagen bedrohe. Ich halte dieses ganze Geschwätz von der Überbevölkerung oder dann sprachlich nochmal einen Zacken schärfer Bevölkerungsexplosion, Bevölkerungsbombe, nicht nur für zutiefst menschenfeindlich, sondern auch faktisch für ein Hirngespinst. Der demografische Wandel, der am Ende des 19. Jahrhunderts in einigen Ländern einsetzt und damals für die Eugeniker so der Auslöser für ihre Ängste ist, dass die Weißen allmählich verschwinden werden, der hat erreicht innerhalb weniger Jahrzehnte nach und nach alle anderen Länder und wird langfristig dazu führen, dass sich die Zahl der Menschen auf diesem Planeten stabilisiert. Also die Vorstellung dieser Überbevölkerung oder Bevölkerungsexplosion ist ein Märchen. Es gibt ein ganz spannendes Buch von zwei Journalisten, Valentin Thurn und Stefan Kreuzberger, das letztes Jahr erschienen ist und die nochmal nachweisen, dass das Problem bei Hunger nicht ist, dass es zu viele Menschen gäbe, sondern die ungerechte Verteilung und der unterschiedliche Zugang zu den Ressourcen. Und sie sagen auch ganz klar, dass jegliches Lamento darüber, es gäbe zu viele Menschen, sei im Kern menschenfeindlich und rassistisch. Ja, kommen wir zum Thema Tiefenökologie. Wir haben ja schon ein bisschen was jetzt gehört über Tiefenökologie und Tiefenökologie und Überbevölkerung. Ich glaube, ich kürze ein bisschen ab, oder? Also Tiefenökologie ist zum einen dieser ganze Bereich Biozentrismus kontra Anthropozentrismus. Die Vorstellung ist, oder der Ausgangspunkt ist, dass rechte Ökologen behaupten, die Gesellschaft müsse sich Naturgesetzen unterordnen. Und die Esoteriker, also die Tiefenökologen, sprechen von einer neuen ganzheitlichen Wissenschaft und Spiritualität, die es zu entdecken gilt, und von kosmischen Gesetzen. Fridtjof Capra, das ist einer der Vordenker, behauptet, rationales wissenschaftliches Denken sei linear und deshalb prinzipiell antiökologisch. Das Verständnis ökologischer Zusammenhänge werde durch die innerste Natur des rationalen Geistes behindert. Ökologisches Bewusstsein könne nur durch intuitive Erkenntnis entstehen. Der Karl Amery, einer der Mitbegründer der Grünen und auch bei BUND mit dabei in den 70er Jahren, so einer der wichtigen ökologischen Vordenker in Deutschland, bezeichnet einerseits Naturwissenschaft, Ökologie einerseits als Naturwissenschaft, die mit quantitativen Methoden Abhängigkeiten zwischen Lebewesen, Organismen erforscht. Da könnte man ihm noch zustimmen, aber andererseits erhebt er sie in den Rang einer Leitwissenschaft. Die Ökologie solle den Platz des Menschen in einem Netz planetarischer Beziehungen bestimmen und den Anthropozentrismus überwinden. Dieser Begriff Anthropozentrismus spielt in dieser gesamten Szene der Biozentristen, Tiefenökologen, Bioregionalisten, inzwischen auch in dieser Postwachstumsökologie, Ökonomie, eine ganz wichtige Rolle. Das ist eigentlich ein Kampfbegriff, gemeint und kritisiert wird, dass wir Menschen die Umwelt, die Natur vom menschlichen Standpunkt aus sehen und interpretieren. Ich frage mich, welchen anderen Standpunkt wir überhaupt einnehmen können. Wir können ja nun nicht den Standpunkt einer Ameise oder eines Gorillas einnehmen. Jedenfalls ist das für viele, für Amery, für Rudolf Barrow, für Arne Naess, für Fridtjof Capra, für alle diese Autoren, ist dieser Anthropozentrismus der Sündenfall, der philosophische Sündenfall
der zur ökologischen Zerstörung führt. Der Gegenbegriff, also der positive Gegenbegriff zu Anthropozentrismus ist Biozentrismus. Und die Biozentristen und Tiefenökologen verstehen unseren Planeten als ein beseeltes Lebewesen im spirituellen Sinn, als ein Organismus, bewohnt von Menschen, Tieren und Pflanzen, die alle den gleichen Wert hätten und zwischen denen es keine qualitativen Unterschiede gäbe. Und damit, meine ich, wird der Mensch und sein besonderes Potenzial eigentlich abgewertet und diese Fähigkeiten negiert. Ganz schlimm ist, dass aus dieser Gegenüberstellung Anthropozentrismus und Biozentrismus bei einigen Autoren, nicht bei allen, so ein ganz spezifischer Antisemitismus abgeleitet wird, nämlich mit der These, dass bereits im Alten Testament mit Sätzen wie "Macht euch die Erde untertan" eigentlich die jüdische Religion es gewesen sei, die zumindest im christlichen Abendland und dann über den europäischen Kapitalismus weltweit eine instrumentelle Sichtweise auf die Mitwelt, also die Biozentristen sagen immer Mitwelt statt Umwelt, weil sie sagen, Umwelt ist schon sozusagen anthropozentrisch, der Mensch in der Mitte und die Umwelt um ihn herum, und Mitwelt heißt, wir sitzen da alle zwischen den Pflanzen und Tieren. Dieser Vorwurf greift Vorstellungen auf, die auch bereits im Kaiserreich in dieser Lebensreformbewegung schon auftauchen und wo es auch hieß, die Juden als Nomadenvolk, als Wüstenvolk hätten eben keinen Bezug zur Natur und würden deswegen die Natur hemmungslos ausplündern. Es geht dann im Nationalsozialismus bis rein in einzelne Politikfelder, wo die Nationalsozialisten zum Beispiel vor 1933 so eine eigene Forstorganisation gegründet haben, um speziell Förster in die Partei zu locken. Und da war das auch so ein Argument zu sagen, also die Juden, die wollen nur den Wald abholzen, um möglichst viel Profit draus zu machen. Und der Hintergrund ist, dass sie als Wüstenvolk überhaupt keinen Wald brauchen und überhaupt keinen Bezug dazu haben. Die Juden und die katholische Kirche als ihr Werkzeug hätten das bodenständige Waldvolk der Germanen von seinen Wurzeln abgetrennt, von seinen naturverbundenen Göttern und seiner artgemäßen Spiritualität, sodass die manipulierten Germanen dem Mammon zum Opfer fielen. Solche Stereotypen wurden in den 70er und 80er Jahren in der Umweltbewegung wieder aufgerührt, so etwa in dem Werk Miriam von Luise Rinser oder bei Franz Alt in seinem Bestseller über Jesus als den ersten neuen Mann, wo Jesus so als umweltbewusste, feminine Lichtgestalt gezeichnet wird vor dem Hintergrund einer patriarchalen, aggressiven und ausbeuterischen jüdischen Religion. Der katholische Theologe Drewermann behauptet, die Religion Israels sei, Zitat, eine Wüstenreligion geblieben, welche die Erde niemals gütig und warm nach Art der großen Mutter zu sehen vermocht hat. Nach Ansicht von Reinhard Falter, das ist ein ehemaliges Mitglied der Grünen, der sich als Naturphilosoph bezeichnet und in diesem Spektrum zwischen Anthroposophie, Herbert-Gruhl-Gesellschaft sich tummelt, der sagt, eine religiös bedingte Naturfeindschaft gehöre zur kulturellen Tradition des Judentums. Der Kampf des Wüstengottes gegen die Göttlichkeit der Naturmächte wirke bis heute fort. Die jüdisch-christliche Theologie als Grundlage eines anthropozentrischen Weltbildes ist auch für den Tiefenökologen Ralf Metzner die Wurzel der Umweltkrise. Metzner geht davon aus, dass es in Europa ursprünglich Menschen gab, die Urkulturen, so nennt er die Angehörten, die im Einklang mit der Natur lebten und die dann von Nomaden aus Zentralasien ausgelöscht wurden, die monotheistische Religionen mitgebracht hätten, die wiederum zur Naturzerstörung führten. Diese monotheistischen Religionen und das damit verbundene Weltbild habe, Zitat, in den faschistischen, völkermörderischen, totalitären Holocausts, die die europäische Zivilisation der Welt des 20. Jahrhunderts auferlegte, ihren grausigen Höhepunkt gefunden. Also indem er zum einen von mehreren Holocausts spricht, die er einer europäischen Zivilisation unterstellt, drückt er natürlich weg den einen Holocaust, den nicht die europäische Zivilisation, sondern die Deutschen begangen haben.
Und er schiebt indirekt den Juden die Schuld zu, indem er diese Holocaust als Gipfel eines Weltbildes bezeichnet, das eigentlich auf die jüdisch-christliche Theologie zurückzuführen ist. Also eigentlich, jetzt mal sehr zusammengefasst, sind die Juden selber schuld, weil sie haben oder ihre Vorfahren haben ein bestimmtes Weltbild entwickelt, das weltweit sich durchgesetzt hat. Da steckt eigentlich auch dahinter die Vorstellung von der Weltherrschaft der Juden. Und dieses Weltbild sozusagen ist dann auf sie mit zurückgefallen im Holocaust. Dieser Text von Metzner, aus dem ich zitiert habe, ist 1995 in einem Sammelband der Schweißfurt-Stiftung und der Gesellschaft für angewandte Tiefenökologie veröffentlicht worden. Und das ist schon bemerkenswert, weil die Schweißfurt-Stiftung ist nicht irgendwas, sondern es ist eine Stiftung mit relativ viel Geld, sitzt in München. Die betreiben auch diese Hermannsdorfer Landstätten oder Landwerkstätten heißen die, wo also biologische Nahrungsmittel und Fleisch hergestellt werden. Und die in der ganzen Bundesrepublik solche ökologischen Projekte und auch das entsprechende Denken mitfinanzieren. Diese Gesellschaft für angewandte Tiefenökologie war auch bei dem Postwachstumskongress 2014 in Leipzig mit vertreten. Sehr stark vertreten ist dieser Antisemitismus unter Tierschützern. Schächten spielt da eine ganz große Rolle von der NS-Zeit bis zur NPD heute. Auch bei den unabhängigen Ökologen kommt es mit rein. Man findet es aber auch bei anderen, etwa bei Karl-Heinz Deschner, der in erster Linie als Kirchenkritiker bekannt geworden ist, aber auch immer wieder sich als Vegetarier und Tierrechtler hervorgetan hat. Und für den sieht es so aus, dass das Leiden der Tiere die größte Tragödie auf Erden ist und dass diese Tragödie mit dem Alten Testament begonnen habe. Ursache der Tierquälerei ist nämlich, Zitat, der nackte Egoismus einer Viehzüchterreligion. Also da auch wieder so diese Vorstellung, das Judentum als Wüstenvolk, als Nomadenvolk, als Viehzüchter, die deswegen keinen Bezug zur Natur, zur Umwelt, zu den Tieren hätten und deswegen sowohl Tiere als auch Umwelt gnadenlos ausbeuten. Ich glaube, die meisten von euch haben das in den letzten Jahren auch immer wieder mal mitverfolgt, diese Auseinandersetzung über den sogenannten KZ-Vergleich in der Tierschutz- und Tierrechtsbewegung, diese Auseinandersetzung um die Kampagne von Peter 2003 mit dieser Kampagne der Holocaust auf ihren Tellern, wo diese Fotos von ausgemergelten KZ-Häftlingen und Leichen neben Bildern von Hühnern in Käfigen gestellt wurden. Man muss sagen, dass diese Gleichsetzung, die sie da vornehmen, aus der Perspektive von Biozentristen durchaus konsequent ist. Denn wer den Unterschied zwischen Menschen und Tieren leugnet, dem mag die Massenvernichtung von Menschen in Auschwitz und die industrielle Schlachtung von Hühnern gleichermaßen als Mord erscheinen. Wenn man dagegen eine anthropozentrische Perspektive einnimmt, so wie ich das tue, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass diese Gleichsetzung dazu beiträgt, die Verbrechen des Nationalsozialismus zu relativieren. Auf der Grundlage dieses Biozentrismus und der tiefen Ökologie entwickelten sich in den 70er Jahren eine neue Strömung der grünen Bewegung, die so esoterische und rechte Ideen auf der einen Seite, dann teilweise sehr angepasstes Verhalten, wie bei dieser Gesellschaft für Tiefenökologie, das ist eine Organisation, wo sehr gesettelte Leute aus der bürgerlichen Mittelschicht zu finden sind. Auf der anderen Seite gibt es in diesem Spektrum eben auch Gruppen, die ja durchaus aus so einer gewissen anarchistischen Tradition rauskommen, mit direkten Aktionsformen, mit militanten Aktionsformen, die natürlich auf ein bestimmtes Spektrum von Jugendlichen eine sehr hohe Attraktivität ausüben. Für diese tiefen Ökologen und Biozentristen ist der Ausgangspunkt, dass die Menschheit durch die Zivilisation verdorben sei, also durchaus ähnlich mit Überlegungen in der Lebensreformbewegung, und alle unterschiedslos an der Zerstörung der Mitwelt beteiligt sei. Und darum gelte es, den Planeten von dieser Plage zu befreien. Das ist der zutiefst inhumane Kern des Biozentrismus und Namen wie Earth First, die Erde zuerst, sind Programm. Für Tiefenökologen ist die Bioregion anstelle der Nation der Bezugspunkt. Unter Bioregion wird verstanden eine gewachsene Einheit, ein ökologischer Lebensraum, in dem Natur, Pflanzen, Tiere und Menschen eine umfassende, das Überleben sichernde Gemeinschaft bilden sollen.
eine Bioregion ist immer abgegrenzt durch sogenannte natürliche Grenzen, also Gebirge, Flussläufe, Meer, See, Wasserscheiden. Und jede Bioregion verkörpert nach Ansicht der Bioregionalisten einen spirituellen Sinn, den die Menschen dort auch intuitiv finden können. Meiner Meinung nach wird da eigentlich nur ein biologistisches Konstrukt durch ein anderes ersetzt. Die Operation läuft auf das Gleiche hinaus, nämlich die Abgrenzung von Fremden. Die Bioregionalisten wollen Bioregionen als natürliche Gemeinschaften zur Grundlage politischer Strukturen machen. Thomas Berry, das ist ein Amerikaner, der als Theologe der Bewegung galt, also allein die Formulierung Theologe ist schon bezeichnend, propagierte jede Bioregion als eigenen, weitgehend autarken Staat mit regionalspezifischer Religion. Nach dem Zerfall der Zivilisation würde die Erde wieder aufgeteilt in verschiedene Bioregionen, also die Bioregionen dann sozusagen als Kleinstaaten innerhalb dieser Grenzen, und die Menschen würden sich dort wieder in lokalen Bauernwirtschaften wiederfinden. Berry stellte 6 Prinzipien des Bioregionalismus auf. Das erste ist das Recht, die Selbstfortpflanzung als Anerkennung des Rechts jeder Gattung auf ihren Standort, auf Heimat und auf ihren Platz in der Gemeinschaft anzuerkennen. Dieses Recht auf Heimat ist wie bei der NPD und bei der FPÖ ein Ausschlusskriterium. Im einen Fall ist es die Nation, hier die Bioregion. Und um Einwanderer abzuwehren, argumentieren diese Biozentristen pseudoökologisch. Da gibt es den Begriff der Carrying Capacity, der Tragfähigkeit. Gemeint ist die Anzahl der Menschen, die mit einem bestimmten Lebensstil in einer Region leben, ohne dabei die Umwelt zu vernichten. Und abgeleitet wird daraus die Forderung, für jede Bioregion die Tragfähigkeit festzustellen, gesetzlich zu fixieren und die Bevölkerungszahl entsprechend zu regulieren. Also da sieht man auch, dass das, was Ecopop da in der Schweiz versucht, per Volksentscheid umzusetzen, dass das diese Grundidee sich auch schon bei diesen Bioregionalisten findet. Also man sagt, man geht davon aus, so und so viele Leute in einer bestimmten Region, mehr dürfen es nicht werden, und insofern machen wir dann die Grenzen zu und es darf niemand mehr einwandern. Da geht es aber keineswegs bloß um ökologische Belastungen, sondern um eine rassistische Grundhaltung. Der Edward Abbey, das ist einer der Vordenker dieser Bewegung, sagt, bei der Einwanderung aus Lateinamerika, die gestoppt werden soll, gehe es nicht nur um die Tragfähigkeit, sondern auch um kulturelle Unterschiede. Die USA seien ein Produkt der nordeuropäischen Zivilisation, und deswegen müsse der Zustrom von, Zitat, Millionen von Hungrigen, Ungebildeten, Ungelernten und kulturell, moralisch, genetisch verarmten Menschen gestoppt werden. Die ungebetenen Zuwanderer brächten eine fremde Lebensart mit, die ungeeignet seien für die USA. Während der Arne Ness und Fridtjof Capra solche Leute eher ein bürgerliches Publikum ansprechen, entwickelte sich der als radikaler und militanter Flügel der tiefen Ökologie so Gruppen wie Earth First. Und diese Szene der Erdbefreier, aber auch die sogenannten Anarcho-Primitivisten, die wollen eigentlich noch weiter zurück. Also denen reicht jetzt nicht nur Bioregion mit Bauernwirtschaften, weil die sagen, also selbst das bäuerliche Leben, selbst Ackerbau und Viehzucht ist noch zu viel. Die wollen zurück hinter die neolithische Revolution, also zurück in die Steinzeit. Und deswegen ist dieser Faustkeil, der da zu sehen ist, auch durchaus programmatisch gemeint. Zurück in die Eiszeit lautet die Parole von Dave Foreman, dem Begründer von Earth First. Auch er ist der Meinung, es gebe viel zu viele Menschen auf der Erde. Die Menschheit sollte zugunsten der Wildnis ruhig aussterben. Das Schlimmste, sagte er vor einigen Jahren, was wir in Äthiopien machen können, ist helfen, das Beste, die Natur, ihre eigene Balance zu finden und die Menschen dort einfach verhungern zu lassen. Es nützt auch nichts, die USA zum Überlaufventil lateinamerikanischer Probleme zu machen, das würde bloß zu größerer Zerstörung unserer Wildnis führen. Also auch da geht es wieder um Grenzen dicht, keine Einwanderung. Earth First beruft sich auf Biozentrismus und Tiefenökologie, ist auch keine festgefügte Organisation, sondern versteht sich als militante Bewegung, die aus kleinen Gruppen besteht, ist 1979 in den USA gegründet worden, sofern man von Gründung
initiiert worden und breitete sich von dort dann auch auf andere Kontinente aus. In Deutschland gab es in den frühen 90er Jahren so einen Versuch, sich zu organisieren in Gruppen. Dazu gab es eine Übereinkunft aller Anhänger von Earth First in Deutschland. Damals gab es 6 Gruppen. In diesem Papier war die Rede von einer Philosophie der totalen Ökologie. Die Wildnis wird als die wahre Welt gepriesen und festgestellt, der Mensch ist das einzige Wesen, das in maßloser Gier und Unverständnis unter all den Lebenden gewütet hat und nach mehr griff, als ihm zusteht. Unser Ziel ist es, die Industrienationen in Biotope aufzulösen, das imperialistische System in familiäre Gemeinschaften zu zerschlagen und die geliebte Erde zu verteidigen. Wichtig ist, jetzt komme ich wieder zu dem eher gemäßigt linken Flügel der tiefen Ökologie, der nämlich sich formiert hat so um 1990 um die sogenannte Stiftung für Tiefenökologie. Das ist jetzt eine internationale Organisation, gegründet und finanziert von Doug Tompkins, früher Anteilseigner des Modekonzerns Esprit, der diese Stiftung mit einem beachtlichen Kapital von 170 Millionen Dollar ausgestattet hat. Und programmatisch steht diese Stiftung dafür, sie will den Planeten und seine Artenvielfalt erhalten. Und diese würden durch Wirtschaftswachstum, Industrialisierung, Globalisierung und Überbevölkerung zerstört und es würde eine kulturelle Homogenisierung einsetzen. Es gelte, die Erde zu schützen, die Wildnis zu verteidigen und wiederherzustellen und die Homogenisierung der Welt zu stoppen. Was mit dieser Homogenisierung es auf sich hat, da komme ich gleich drauf. Diese Tiefenökologie-Stiftung wiederum hat Mitte der 90er Jahre das Internationale Forum zur Globalisierung initiiert. Und dieses Forum wiederum spielte für die Antiglobalisierungsbewegung eine ganz wichtige Rolle, hat zum Beispiel die Proteste gegen den Weltwirtschaftsgipfel in Seattle 1999, die Aktionen in Davos sowie die Weltsozialforen mitorganisiert. Der Jerry Mander, der ein Gründer dieses Forums ist, war zugleich Direktor bei der Tiefenökologie-Stiftung. Die Mitglieder dieses Forums repräsentieren Verbände und Gruppen aus Amerika, Asien und Europa. Da gehört die Vandana Shiva mit dazu. Das dürfte wohl so die prominenteste Frau sein in diesem Spektrum. Und auch früher mal der Edward Goldsmith. Der war Herausgeber des Magazins The Ecologist und Mitgründer der Grünen in Großbritannien. Sein Vorbild sind traditionelle Gesellschaften, die sich in die kosmische Ordnung und natürliche Hierarchien einfügen. Aufgrund heiliger Gesetze würden diese traditionellen Gesellschaften die Umwelt intakt halten und betrieben auch eine Bevölkerungskontrolle, während der Planet derzeit nach seiner Ansicht völlig überbevölkert sei. Er geht davon aus, dass die kulturelle Differenz von Menschen es ermöglicht, sich verschiedenen Umwelten anzupassen, während umgekehrt sich menschliche Gesellschaften abschließen, weil angeblich jede ethnische Gruppe sowie biologische Organismen Fremdkörper abstoßen. Dieser Goldsmith hat zusammen mit Jerry Mander das Schwarzbuch Globalisierung rausgegeben vor einigen Jahren. Das ist dann in Deutschland von der Büchergilde Gutenberg gewerkschaftsnah publiziert worden und enthält überwiegend Beiträge aus diesem Forum. Besonders geklagt wird von den Autoren die Homogenisierung der Kultur. Also das taucht da auch wieder auf. Das Ergebnis der Globalisierung, sagt Mander, ist eine Monokultur, die Zerstörung lokaler Traditionen und Systeme. Und diese Vorstellung von den Kulturen so als unveränderliche, abgegrenzte Einheiten findet sich eben nicht nur in der Grundsatzerklärung dieses Forums, sondern auch in vielen anderen Erklärungen von Globalisierungskritikern und immer wieder auch in den Deklarationen der Weltsozialforen. Die Vorstellung ist, dass auf der einen Seite die Regierungen eigentlich schon entmachtet seien zugunsten von supranationalen Handelsbürokratien, die eine weltweite Homogenisierung von verschiedenen lokalen und indigenen Kulturen und Lebensformen zu einer globalen Monokultur betrieben. Die Vorstellung, die bei vielen Globalisierungsgegnern und Umweltschützern dahinter steckt, ist, man könnte Menschen
in verschiedene Kulturen sortieren, die voneinander klar abgegrenzt sind, so wie man Tiere und Pflanzen in verschiedene Arten sortieren kann. Und sie meinen, so wie man die Biodiversität, die Artenvielfalt erhalten sollte, so sollte man auch diese Vielfalt an Kulturen erhalten. Das ist meiner Meinung nach ein Zeichen dafür, wie stark der Effekt von ökofaschistischem Denken von Leuten wie Haferbeck, der genau so Ökologie definiert hat, nämlich dass es genauso wie es in der Natur verschiedene Pflanzen und Tiere gibt, gibt es auch verschiedene Menschen. Das vermied er dann in den 70er Jahren den Begriff Rassen, den er eigentlich meinte. Und man sollte genauso wie man die Artenvielfalt unter Tieren und Pflanzen, so sollte man auch diese rassische Vielfalt erhalten. Jetzt sprechen diese modernen Umweltschützer und Globalisierungskritiker nicht von Rassen, und wahrscheinlich sind sehr viele von ihnen empört, wenn man ihnen das unterstellen würde, aber sie begreifen nicht, dass sie vom Denkmuster her eigentlich das Gleiche reproduzieren. Es war nämlich die neue Rechte, die in den 70er Jahren genau das getan hat, nämlich historisch belastete Begriffe wie Rasse zu ersetzen durch solche wie ethnische Gruppe, ethnische Einheiten, und die den Begriff des Ethnopluralismus damals geprägt hat. Also die Vorstellung, auf verschiedenen Territorien des Planeten hätten sich voneinander getrennt und voneinander völlig unbeeinflusst unterschiedliche Kulturen entwickelt, die erhalten bleiben sollten. Das meint Ethnopluralismus. Und das ist sozusagen jetzt hier in dieser Globalisierungskritik die Monokultur, die man ablehnt, und stattdessen will man die Vielfalt erhalten. Gemeint ist natürlich, man muss die nationale Identität gegen Einwanderer und kulturelle Einflüsse aus dem Ausland, und mit den Europa in erster Linie Musik und Filme aus den USA gemeint sind, verteidigt werden. Andererseits würden sich homogene Kulturen zu einer Monokultur vermischen. Ich halte diese Vorstellungen für vollkommen unsinnig, weil es nie in der Geschichte des Menschen wirklich voneinander abgeschlossene, homogene und statische Kulturen gegeben hat. Selbst schon in der Steinzeit gab es einen ungeheuren Austausch zwischen einzelnen Gruppen, immer schon fließende Übergänge, Entwicklungen. Menschen sind auch seit der frühen Steinzeit aus- und eingewandert. Wenn es nicht so wäre, dann würden wir alle immer noch in Ostafrika sitzen. Aber natürlich geht es nicht um den Wahrheitsgehalt solcher Vorstellungen, sondern um deren Nutzwert. Und der Vorteil in der politischen Auseinandersetzung liegt auf der Hand. Negativ besetzte Begriffe wie Rasse konnten durch oberflächlich betrachtet harmlose Begriffe wie Kultur oder Ethnie ersetzt werden. Statt Schlagworte wie Rassenmischung oder Blut und Boden sprechen intelligentere Nazis dann eben von genetischer Determinierung und kultureller Differenz. Die Ausgrenzung von Menschen wird durch scheinbar neueste Erkenntnisse der Wissenschaft gerechtfertigt. Ja, soweit zu diesem Punkt. Ich komme jetzt kurz zum letzten Punkt und dann zum Schluss. Was sich in dieser Szene, was zu dieser Szene auch dazu gehört, ist eine bestimmte Spielart des Ökofeminismus, der mit Leuten wie Vandana Shiva und Maria Mies verbunden ist. Und die favorisieren seit Jahren eine Subsistenzökonomie. Also im Wortsinn ist damit gemeint eine Wirtschaftsform, in der Menschen nur das herstellen, was sie selber verbrauchen. Und tatsächlich wollen die beiden den internationalen Handel drastisch reduzieren. Eigentlich geht es darum, dass man fast zu einer lokalen oder regionalen Autarkie zurückkehrt. Das bedeutet eine Gesellschaft, die in erster Linie handwerklich agrarisch geprägt ist, mit einer sehr geringen Arbeitsteilung. Sie vermeiden in vielen ihrer Schriften konkrete Angaben über die ökonomische Struktur, aber man kann daraus schließen, dass sie an so eine Art Lokalkapitalismus denken. Und ich halte es für ein ziemlich reaktionäres Projekt, weil eigentlich diese Form von Subsistenzökonomie und Marktwirtschaft, die gab es schon im Mittelalter, und aus diesen bescheidenen Anfängen entwickelte sich der Kapitalismus heraus. Und zum einen ist die Vorstellung, dessen Akkumulationsdynamik sozusagen wieder zurückzuschrauben und dann dauerhaft auf lokale oder regionale Räume begrenzen zu können, ziemlich illusorisch. Was noch viel schlimmer ist, ist, dass solche Utopien eigentlich bedeuten würden, den Lebensstandard aller Menschen drastisch zu senken mit allen
negativen Formen und Folgen, die das hat. Und es bedeutet auch, dass bestimmte sinnvolle Formen von Arbeitsteilung und Austausch zerschlagen werden würden. Wenn man zum Beispiel an so ein umweltfreundliches Fortbewegungsmittel wie das Fahrrad denkt, dann wäre das sowohl ökonomisch als auch ökologisch der absolute Wahnsinn, wenn man versuchen würde, in jedem Dorf oder jeder Kleinstadt eine eigene Fahrradproduktion hochzuziehen. Also das ist wirklich unsinnig. Wie weit rechts die beiden da teilweise angelangt sind, zeigen Äußerungen von Mies und Schieber, die auch von Eichberg stammen könnten, dem Chefideologen der neuen Rechten, wenn sie behaupten, die westliche Industriegesellschaft habe zu einer Zerstörung der kulturellen und biologischen Vielfalt geführt, zu einer Homogenisierung der Kulturen nach dem nordamerikanischen Coca-Cola- und Fast-Food-Modell. Die Maria Mies stellte 1998 in einem Interview klar, wie wichtig ihr die deutsche Nation ist. Zitat, in Frankreich regt sich niemand darüber auf, dass für die nationale Kultur gekämpft wird. Wenn wir das in Deutschland zum Thema machen würden, wären wir sofort als Faschisten verschrien. Bei uns wirkt das wie ein Denkverbot und dagegen wehre ich mich. Wobei sie natürlich bei deutscher Nation nicht ans Vaterland, sondern an ein Mutterland denkt. Ja, ich komme zum Schluss. Ich denke, dass das Thema Ökologie in der Tat unglaublich wichtig ist und dass die Gefahr besteht, dass, wenn die Entwicklung so weitergeht, es damit enden könnte, dass große Teile der Landoberfläche des Planeten entweder nicht zu bewohnen sind oder aber zumindest auch für Landwirtschaft nicht mehr nutzbar sind. Und da könnten wir dann ganz schnell in tatsächlich entweder in solche barbarischen Zustände zurückfallen, die manchen dieser Vordenker, die ich jetzt hier erwähnt habe, so als paradiesischer Zustand erscheinen, oder dass wir in eine Form von Ökodiktatur geraten, wo dann tatsächlich knappe Ressourcen auf eine diktatorische Art und Weise sowohl hergestellt als auch verteilt werden. Ich denke, wir brauchen einen anderen Zugang zum Thema Ökologie, und man kann sehen, dass auch Marx und Engels sich am Rande, aber doch immerhin auch schon zu ihrer Zeit über dieses Thema Naturzerstörung, Umweltzerstörung Gedanken gemacht haben. Ich will, weil ich jetzt schon, glaube ich, relativ viel Zeit in Anspruch genommen habe, nur ganz kurz drei Punkte ansprechen, die mir wichtig sind. Das eine ist, ich finde, dass so ein linker Zugang zur Ökologie muss am Menschen als Maß aller Dinge festhalten, weil dieser Biozentrismus eine zutiefst antihumane Vorstellung beinhaltet. Ich halte ihn auch methodisch für völlig unsinnig, weil Menschen gar keinen anderen Standpunkt als den menschlichen einnehmen können. Wir können uns natürlich Gedanken machen über Tiere und Pflanzen, wir können forschen, wie sie sich verhalten, wir können versuchen, Leiden zu vermindern oder ganz auszuschalten. Da wäre der wichtigste Punkt eigentlich die Massentierhaltung einzuschränken oder ganz aufzuheben. Aber die Vorstellung sozusagen, wir könnten uns vom menschlichen Standpunkt entfernen und einen tierischen einnehmen oder einen über allen schwebenden, ist völlig unsinnig. Es gibt so einen schönen Satz von dem Journalisten Jürgen Dahl, der sagt, wir können als Menschen keinen anderen als einen anthropozentrischen Standpunkt einnehmen. Ökologie beschreibt, was ist und nicht, was sein soll. Was falsch und was richtig ist, lässt sich nicht aus Ökologie ableiten. Vielmehr ist jedes Urteil darüber von den Wünschen und Wertsetzungen dessen abhängig, der das Urteil abgibt. Eine Stubenfliege würde von optimalen ökologischen Bedingungen sprechen, wenn die Hauskatze unter den Tisch kotzt. Das Gleiche gilt für Menschen auch. Sie brauchen bestimmte Voraussetzungen, klimatische Bedingungen und so weiter, um auf diesem Planeten zu existieren. Zweiter Punkt, Wissenschaft und Technik sind niemals neutral, sondern bestimmt durch ökonomische Anforderungen. Der Kapitalismus bringt eben nicht nur Produktivkräfte hervor, die dann später in einer besseren Gesellschaft eins zu eins übernommen werden können, sondern auch Destruktivkräfte. Und das müsste man dann im Einzelnen sehr genau abwägen, welche Produktivkräfte wie zu verwenden sind und welche, von welchen man sich verabschieden sollte, ohne andererseits in so eine romantische Verklärung von vorindustriellen Zuständen zu verfallen. Der dritte Punkt. Ich glaube, dass eine emanzipatorische politische Ökonomie, Ökologie antikapitalistisch sein muss oder sie ist es gar nicht. Das heißt, der Zusammenhang zwischen Profitmaximierung und Kapitalakkumulation in einer Gesellschaft, die auf Konkurrenz basiert,
ist meiner Meinung nach der eigentliche Punkt, der erklärt, warum stofflich gesehen immer mehr Energie und Rohstoffe verbraucht werden und auf der Rückseite immer mehr an Giften und Müll rauskommt. Und damit steht das Problem eigentlich so, dass wir uns fragen müssen, wie kann man den Kapitalismus überwinden? Und da haben wir im Moment das Dilemma, dass, wie der Klaus-Peter Ortlieb in der Konkret geschrieben hat, derzeit eher der Weltuntergang vorstellbar ist als die Überwindung dieser historisch doch sehr spezifischen Gesellschaftsformation. Klar scheint mir, dass wenn man ernsthaft diese ökologische Zerstörung stoppen will, dann muss die kapitalistische Maschinerie stillgelegt werden und es bleibt unsere Aufgabe, in einer Gesellschaft jenseits des Kapitalismus dann den Stoffwechselprozess mit der Umwelt so zu gestalten, dass einerseits wieder Mangel herrscht, noch die ökologischen Voraussetzungen von menschlichem Leben auf diesem Planeten zerstört werden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Machen wir, glaube ich, eine kleine Pause und dann diskutieren wir noch.